Die Haare sitzen, die Teller sind abgewaschen und gleich geht's los. Wir packen die letzten Sachen zusammen und dann geht's raus aus dem Wasser. Ich fass es nicht! So wie unschwer zu erkennen ist, diese Haare müssen ab. Nicht ganz regelmäßig. Super! Kaum sind wir bei Schweizer auf dem Boot, gibt es erstmal Raclette, so muss es sein. Gutes Kennenlernen. Ein Gürtel. So, wo wir gerade beim Raclette-Schmauser sind, Zeit mal Hallo zu sagen. Wir sind hier in der Jolie. Das ist Bernhard! Auch bekannt als Bernie, der Seebär aus Bern. Dann haben wir die Marianne. Hallo. Und den Albi kennt ihr ja. Und genau. Wir warten jetzt noch auf den günstigen Wind. Wie ihr im Hintergrund seht, eingekauft haben wir. Und dann geht's los. Und dann gibt's noch Wasser und dann geht's los. Hehe. Raus aufs Meer. Adios, vergangene 2 Monate Boot suchen. Tschüss. Guten Morgen. Die Frisur sitzt noch, oder? Was sagt ihr? Ja. Es ist der erste Morgen der Atlantiküberquerung auf der Jolene. Ich habe gerade Nachtwache gehalten, was soll ich sagen? Sehr geil, die Kamera wackelt, sie fällt gleich vom Boot. Ich muss ein bisschen aufpassen, aber ansonsten alles ganz geil. Der Wind ein bisschen unbeständig, das seht ihr am Spinnaker im Hintergrund, am Segel, was ein bisschen flattert. Ja, wir entfliehen gerade einer Flaute und segeln in ein windständigeres Gebiet. Gehen Süden Richtung Kap Verden. Für den Kap Verden geht es dann rüber, sage ich mal so, in die Karibik Richtung Südamerika. Also, ahoi!